BMW R19. Ja, was für ein Motorrad. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber bevor wir mit dem Video losstarten, möchte ich gerne auf mein Abonnentenspezial hinweisen. Ich verlinke euch das mal. Da geht es dann um das Gewinnspiel beim Erreichen von 1000 Abonnenten. Aber jetzt zurück zu BMW R19. Gut, ohne technische Daten geht es dann nun doch wirklich nicht. Dann fangen wir gleich mal mit dem Wichtigsten an, und zwar mit dem Motor. Es handelt sich um ein luftölgekühlter Zweizylinder-Boxermotor. Das ist, glaube ich, der letzte seiner Art noch bei BMW. Mit 1170 Kubikzentimetern, 109 PS bei 7250 Umdrehungen und einem Drehmoment von sage und schreibe 116 Newtonmeter bei 6000 Umdrehungen. Das verspricht auf jeden Fall ein sehr drehmomentstarkes und schaltfaules Fahren. Gut, der Tankinhalt hat 18 Liter. 3 Liter davon sind, glaube ich, Reserve. Die Sitzhöhe beträgt 805 mm. Da sollte wohl fast jeder drauf Platz haben. Von der Sitzhöhe her kommen wir zur Serienausstattung. Serienmäßig ist das Motorrad ausgestattet, rundherum mit LED-Licht, und der Scheinwerfer vorne hat Tagfahrlicht. Des Weiteren gibt es noch ein paar nette Options, die man dazu bestellen kann. Frästeilepaket, kurzes Heck und noch andere Kleinigkeiten. Aber das könnt ihr, glaube ich, bei BMW auf der Seite nachlesen. Das würde sonst den Rahmen hier ein bisschen sprengen im Intro, was dieses Motorrad alles als zusätzliche Options hat. Aber schön, dass es das gibt, dass man Optionen dazu buchen kann. Nun ja, dann will ich gar nicht lange fackeln. Dann würde ich sagen, dann springen wir jetzt direkt mal zu meinen Fahreindrücken. Ihr solltet wissen, dies ist keine übliche Testfahrt, sowas von wegen von 0 auf 100, Höchstgeschwindigkeit fahren, sondern das ist eine reine Probefahrt und der Ersteindruck. Wie fühlt sich das Motorrad für mich beim ersten Aufsitzen an und bei den ersten Metern, die man so fährt? Viel Spaß jetzt mit dem folgenden Video. Das erste Aufsitzen, das ging recht gut. Ich habe eine 85er Schrittlänge, nicht 87, 85, und komme mit beiden Beinen platschig auf die Erde. Gut, was wir direkt sehen, ein schöner, breiter, angenehmer Lenker. Ja, der Abstand passt, leicht nach vorne geneigt. Ja, man sieht analoge Instrumente. So, ich mache mal an. Aber voll digital. So, ABS Pro. Und der ganze Schnickschnack ist hier drin. Wir haben hier Road, Dynamic und Rain. Das ist für die Gasannahme. So. Und dann haben wir beheizbare Griffe, Tempomat, Menü. Da können wir, die diversen Dinge uns abgreifen, wie Durchschnittsverbrauch und so weiter. Uhrzeit, Kilometerstand. So, 3219 Kilometer hat der Hobel runter mittlerweile. Diese Maschine hat ein voll einstellbares Fahrwerk in Druck- und Zugstufe und am Dämpfer. Da müsste ich jetzt echt nochmal nachschauen. Das weiß ich gerade gar nicht. Gut, der Dämpfer ist hier in der Vorspannung einstellbar. Und ich glaube, das war es dann auch schon großartig, was man da einstellen kann. Aber schlagt mich bitte nicht, wenn ich da nicht richtig informiert bin. So, ja, boxertypisch. Irgendwie ist dieser Seitenständer ziemlich weit vorne montiert. Gut, okay. Ja, typisch für einen Boxer, ne? Wir starten den Motor und das Ding wackelt einmal so hin und her. Gut, okay. Dann würde ich sagen, geht's mal raus auf die Straße. So, nachdem ich ein paar Meter auf der R19 jetzt gefahren bin, ja, gehen wir mal ein bisschen raus auf die Landstraße. Ja, das erste, was man natürlich bei dem Mobil hier merkt, ist der Boxer, ne? Kraft aus dem Keller. Ja, nicht schlecht. In was für einem Gang bin ich hier? Im fünften Gang bei 3000 Umdrehungen, Vollgas, zieht schön kräftig an. Jo, das gefällt, das mag ich.
Der Motor fühlt sich in einem Drehzahlbereich von 2000 bis 5000 Umdrehungen pudelwohl. Da hat er Kraft und Drehmoment. Richtig schön. Also im sechsten Gang jetzt bei 80 beschleunigen. Das ist unglaublich. Ah, nee, das war der fünfte. Aber egal. Aber auch im sechsten, das interessiert den Motor nicht. Das Ding hat einfach Kraft aus dem Drehzahlkeller. Also das ist schönes, schaltfaules Fahren. Hängt wirklich sauber am Gas, aber diese Lastwechselreaktionen, dieses seitliche Schlagen, das irritiert. Okay, das habe ich in der R1250 RS so nicht wahrgenommen. Oh, jetzt wollte ich ohne Kupplung schalten, weil dieses Moped hat noch ein ganz konventionelles Getriebe ohne Quickshifter. Wobei ich sagen muss, dieses Getriebe lässt sich aber auch wunderschön schalten. Was man allerdings hat, wenn man an der Ampel steht oder wenn man langsamer wird und den ersten Gang runterschaltet, dann hat man dieses typische Klonggeräusch, so richtig Klock. Dann kommen wir mal zum Kapitel Fahrwerk. Die hier ist mit einem voll einstellbaren Fahrwerk ausgerüstet. Hier kann ich Gabel in Druck- und Zugstufe einstellen. Und beim Dämpfer kann ich das auch. Sie ist jetzt so eingestellt, wie sie wahrscheinlich ab Werk kommt. Und sie ist, was soll ich sagen, auf der recht sportlichen Seite abgestimmt. Also die ist kein Komfortwunder, ist aber jetzt auch nicht brüllend hart. Aber man merkt schon ganz gut die Unebenheiten. Mit ihr kann man mit Sicherheit wunderbar sportlich fahren. Cruisen kann man auch, Naked Bike typisch. Man sitzt natürlich vor dem Wind. Aber das geht vollkommen klar für das Bike hier. Ah, kommen wir mal gerade, ich gucke gerade auf den Tacho und den Drehzahlmesser. Und ja, ich muss mich daran gewöhnen, an die analogen Zeiger. Es ist schon ein Riesenvorteil von der Ablesbarkeit, wenn man ein schönes TFT-Display hat, so wie ich das auf meiner F900R. Hier habe ich wieder alte analoge Zeiger. Und die Armaturen, die sind auch in Gummi gelagert, weil das vibriert hier schon ganz ordentlich. Und ich muss manchmal zweimal gucken, wie schnell fahre ich denn? Weil durch die Vibrationen kann ich die Zahlen nicht genau ablesen. Aber okay. Ist halt eben retromäßig der ganzen Geschichte geschuldet. Also ist ganz okay, muss ich wirklich sagen. Die R19 ist mit einer hydraulischen Kupplung ausgestattet, die sich wunderbar bedienen lässt. Allerdings, ich habe mir schon den Kupplungshebel recht nah zum Lenker gestellt, aber die Kupplung kommt wirklich sehr spät vom Lenker weg. Also das muss man wirklich, da muss ich mich echt dran gewöhnen. Die Bremse sollte dieselbe wie bei meiner F900R sein. Vorne zwei Brembo-Bremssätteln mit 320er Scheiben. Lässt sich wunderbar dosieren. Und ja, Bums hat sie genug vom Motorsound. Ja, da hört man jetzt nicht allzu viel. Klingt aber halt eben boxermäßig und vom Auspuff Euro 5 geschuldet. Ich meine, da wiederhole ich mich. Bei jedem Euro 5 Motorrad, da kommt nicht viel. Das ist einfach so. So, dann kommen wir mal zur Sitzbank. Die Sitzbank gehört in die Kategorie straffer. Definitiv. Sie ist auf jeden Fall straffer wie auf der XR, die ich vor kurzem noch gefahren bin. Und sie ist auch wesentlich straffer wie die Seriensitzbank an meiner F900R. Aber da müsste ich mal sehen, wenn ich da 2-3 Stunden mitfahre, was da mein Allerwertes dazu sagt. Ob der sagt, ey, cool, kann man so lassen, oder hey, da muss was anderes her. Ich bin da so ein bisschen Prinzessin auf der Erbse, was Sitzbänke anscheinend angeht. So, dann kommen wir mal zu meinem Lieblingsthema. Spiegel. Also das ist wie bei meiner F900R. Diese Spiegel sind einfach... die sehen gruselig aus und die sind viel zu nah. Also ich hätte sie gerne irgendwo 20 cm weiter vorne. Aber
ja, man sieht nach hinten, das ist alles okay, das funktioniert. Aber ich finde das so erdrückend, wenn Spiegel so nah an einem dran sind. Also bei dem Moped tut man ganz gut dran, wenn man sich so Lenkerendenspiegel montiert. Also das ist zwar eine persönliche Geschichte, aber nee. Ja, kann man dran lassen. Ist dann aber irgendwie kacke. Nee, da gehören Lenkerendenspiegel dran. Ja, apropos Lenker. Der Lenker ist auch breit genug und wie gesagt, hat eine gute Kröpfung nach hinten. Man bekommt eine aufrechte Sitzposition, die dennoch leicht nach vorne geneigt ist. Das ist ganz okay. Und was mich echt beeindruckt ist, wie einfach die sich hier so, ja, so von rechts nach links werfen lässt. Da muss ich bei meiner F900R ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Ja, was man auch hat, ja, man hat so in gewissen Drehzahlbereichen leichte Vibrationen, aber das ist okay. Im Kalten ist das viel schlimmer. Wenn der Motor kalt ist, das ist wohl auch Euro 5 geschuldet, dreht der Motor mit 2000 Umdrehungen. Das heißt, wenn ihr startet und sofort losfahrt und ihr den ersten Gang reinlegt, dann könnt ihr die Hand vom Gas nehmen, weil ihr fahrt dann direkt 20, 30 km/h und könnt da erstmal gar nichts dran ändern, weil der Motor halt so hoch dreht. Wie gesagt, das ist Euro 5 geschuldet. Das hat damit zu tun, mit der erhöhten Leerlaufdrehzahl bekommt man dann relativ schnell seine Abgastemperatur hin und der Cut fängt sehr schnell an zu arbeiten an. Man kann das in zweierlei Geschichten machen. Man rückt den Cut sehr nah an die Zylinder, dann ist der auch ruckzuck warm, sieht aber ziemlich kacke aus. Oder man fährt mit erhöhter Leerlaufdrehzahl. Wie gesagt, das ist eben der Abgas Euro 5 Norm geschuldet. Ach, jetzt habe ich ohne Kupplung runtergeschaltet. Wie gesagt, das geht auch. Also man ist so schnell bei 100. Dieser Motor hat so viel Kraft. War schon beeindruckend. Ist schon nicht schlecht. So, ich sitze jetzt nun schon was länger auf dem Motorrad. Ich würde sagen, so anderthalb, ein, dreiviertel Stunde bin ich jetzt am Fahren. Und ich muss ehrlich sagen, die Sitzbank ist bis jetzt das Beste, was ich von BMW gefahren bin. Sie ist stramm, aber nicht zu stramm. Und mein allerwertester tut mir noch nicht weh. Also das ist sehr, sehr positiv zu bewerten. Also wer lieber eine etwas strammere Sitzbank mag, ja, der wird hier die helle Freude dran haben. Das muss ich echt sagen. Ist richtig schön. Ja, das Ding ist schon so ein kleiner Kurvenräuber. Ich finde, dieses Motorrad lässt sich wirklich richtig spielerisch durch die Kurven fahren. Also da macht meine irgendwie, ist nicht ganz so willig. Das Schöne ist, sie hat eine gewisse Agilität, ohne dabei, wenn man schneller fährt, dass sie gleich extrem nervös wird. Wobei, naja, mehr wie 120 bin ich auch noch nicht gefahren. Das ist also sehr beeindruckend. Wie gesagt, also vom Fahren her muss ich sagen, ja, schön. Also vom reinen Fahrwerk her. Was ich halt eben nicht mag, sind diese Lastwechselreaktionen vom Motor. Gerade wenn man runterschaltet, dann hat man so ein vorne Abtauchen und ein nach rechts, links wegkippendes Motorrad. Das ist nur ganz minimal, das ist ein ganz kurzer Input. Das ist auch wahrscheinlich boxertypisch und naja, das ist halt eben auch ein sehr puristisches Motorrad. Und ich denke einfach mal, das gehört für Boxerliebhaber einfach dazu. So, dann machen wir mal eins. Dann wollen wir doch mal stoppen. Aus dem fünften Gang bei 70 auf 100, das ist ja so Landstraße. Okay. Und go!
So, da bin ich mal gespannt, was die Stoppuhr sagt. Das war recht flott. So, jetzt habe ich dann doch gute 2 Stunden auf dem Motorrad verbracht. So langsam merke ich dann aber jetzt die Sitzbank doch. Sie ist zwar hart, aber ich habe dennoch einen leichten Druckschmerz. Das wollte ich jetzt einfach nochmal nachgeschoben haben. Also 1,5 Stunden lang ging das echt gut. Und jetzt, wo ich mich der 2-Stunden-Grenze näher, dann merke ich doch schon die Sitzbank und muss schon ein bisschen auf der Sitzbank vor- und zurückrutschen, um halt die Druckstellen mal ein bisschen zu wechseln. Also, ja, ich glaube, ich würde gut dran tun, mir da wieder was von Wunderlicht zu holen. Das wollte ich nur mal kurz eingeworfen haben. Ja, richtig schön. Fährt sich richtig klasse. Nice. Tempomat und das Ding zieht ganz, ganz, ganz toll. Ja, schön. So, den Tempomaten haben wir auch ausprobiert und ich würde sagen, es wird gleich Zeit für ein Fazit. Ja, dann suche ich mir mal wieder ein schnuckliges Plätzchen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zum Fazit. Ja, dann kommen wir mal zum Fazit und das fällt sehr kurz und einfach aus, denn die R19 ist ein puristisches Motorrad mit einem sportlichen Fahrwerk. Das ist was für Puristen. Also wer wirklich ein ganz einfach zu fahrendes puristisches Motorrad haben will, ist mit dieser R19 bestens bedient. Man muss allerdings den Boxermotor mögen. Ich mag ihn halt eben nicht. Okay, sei mir verziehen. Aber für alle, die wirklich so einen puristischen Boxermotor-Feeling haben wollen, ich denke mal, ja, da ist das Moped der Wahl. Ja, in diesem Sinne, ich habe gesagt, es ist, wird ein kurzes Fazit. Sicher ein Motorrad für Liebhaber, die genau diese Art von Motorräder mögen. Für die ist das mit Sicherheit genau das richtige Moped. In diesem Sinne, habt euch wohl, bis zum nächsten Video. Bye, bye und ciao.